Welche Regeln gelten für den Hochbetrieb im Laden? Wir sind also wieder im Verkauf und wir erwarten zu bestimmten, man nennt das ja auch Stoßzeiten, erwarten wir Hochbetrieb. Welche Regeln? Und das sind eine ganze Reihe von Regeln. Und ein erfahrener Ladenbetreiber, Supermarktbetreiber weiß sowas natürlich, er kennt seine Hochbetriebszeiten und die sind in der Tat auch sehr gut berechenbar. Ja, Massenverhalten ist sehr gut berechenbar und aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen tun die meisten Menschen bestimmte Dinge genau dann, wenn andere sie tun. Einmal organisatorische Vorbereitung. Das ist ein großes Wort, organisatorische Vorbereitung. Bezieht sich auf Ware. Es muss genug Ware da sein, genug auf dem Lager sein und genug Personal muss natürlich auch da sein. Für eine Stoßzeit müssen wir vielleicht mal zwei, drei Kassen mehr aufmachen auch, damit die Schlangen nicht so lang werden. Ja, das bedeutet organisatorische Vorbereitung unter anderem. Dann Schulung. Schulung des Personals. Wie geht man mit Stress um? Was macht man, wenn Leute auch unwillig reagieren zum Beispiel? Und vor allem, wie kann man seine Arbeit effizient gestalten, damit es dann auch reibungsloser läuft? Reaktion. Was heißt das? Reaktion. Es gibt Stammkunden zu Zeiten des Hochbetriebs. Es gibt aber auch Neukunden. Und Reaktion bezieht sich vor allem auf die Neukunden, damit die sich wahrgenommen fühlen. Das heißt nicht, dass man die Stammkunden ignorieren soll. Ja, aber besonders für die Neukunden ist eine Reaktion je nach Laden natürlich. Ja, das gilt nicht für alle. Das gilt vielleicht nicht unbedingt für den Supermarkt. Da erwartet der Kunde nicht, dass er am Eingang mit Handschlag begrüßt wird. Das machen ja die Amerikaner teilweise bei Walmart, obwohl ich das auch selber noch nicht erlebt habe. Aber hier in Deutschland ist das ja gescheitert. Ne? So, dann Bedienung in richtiger Reihenfolge. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Auch bei Stoßzeiten sollte man da auf das gehen, was allgemein als gerecht empfunden wird. Ja, und es wird allgemein als gerecht empfunden, dass der, der eher da war, eher bedient wird. Das ist so eine Art kulturelle Übereinkunft, gilt wahrscheinlich in den allermeisten Ländern. Kurze Verkaufsgespräche. Ja, der erfahrene Verkäufer hat einen Blick dafür, ob er jetzt hier in Details gehen kann oder ob er die Verkaufsgespräche eher kürzer halten sollte. Und Bedienung in der richtigen Reihenfolge, dazu gehört noch ein freundlicher Verweis. Ich schreibe das jetzt nicht mehr hin. Ein freundlicher Verweis, wenn sich jemand nicht an die Reihenfolge hält. Ja, das kann man üben vorher. Dafür ist wieder die Schulung wichtig. Ja, das ist Teil der Schulung. Ja, Schulung, es geht ja um hier Regeln für den Hochbetrieb. Das bedeutet, Personal muss geschult werden. Was sagt man in so einer Situation, wenn sich jemand vordrängelt und alle sind sauer? Wie kann man hier freundlich bleiben? Wie könnte man es formulieren und so weiter und so weiter? Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.
Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.